Ausbau. Um die Stärken und Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern im Bereich der Technik und Naturwissenschaft verstärkt zu fördern und die Freude an den Fächern zu wecken, baut Oberösterreich künftig die Technische Naturwissenschaftliche Mittelschule weiter aus. Bis 2017 soll es insgesamt 13 Standorte geben. Ausgezeichnet. Am 13. Mai wurde der oberösterreichischen Bildungsinitiative das Qualitätslabel Regional Educational Competence Center, also regionales Fachdidaktikzentrum für Informatik und digitale Medien, durch die Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hossek verliehen. Ziel des Zentrums ist die Bündelung bestehender Kompetenzen von Projektpartnern. Und Eurovision Total hat es am 20. Mai für tausende Schüler aus ganz Österreich geheißen. Sie durften exklusiv die Generalprobe des zweiten Semifinales des Eurovision Song Contests in der Wiener Stadthalle live miterleben. Für die Schüler natürlich ein Mega-Event und absolut aufregend. Wir waren mit der Kamera dabei.